Völlig übernächtigt fahren wir nach Yangon zurück. Die Stadt hat zwei große Seen. Der Inya Lake im Norden ist sehr groß und wird gerne von Touristen und Wochenendausflüglern zum Ausspannen und für Bootstouren genutzt. Hier standen einst die Prachtvillen der mächtigsten Militärs. Der Kandorji Lake, nördlich des Stadtzentrums, ist zwar etwas kleiner, bei Touristen jedoch beliebt, da er mit großen Holzstegen versehen ist, auf denen man einmal rings um den See wandern kann. Hier hat man nicht nur eine gute Aussicht auf die Chedagon-Pagode, dort liegt auch der Karawake-Palast, ein großes, zum Restaurant umgebautes Schiff, in dem jeden Abend traditionelle Shows stattfinden. Beim Besuch der Dinnershow bin ich fast der einzige Anwesende. Voller Interesse beobachte ich einen bunten Reigen traditioneller Tänze, der trotz der geringen Besucherzahl jeden Abend aufgeführt wird. Zwar wird per Lautsprecherdurchsage jeder Tanz angekündigt, doch die Informationen sind meist eher verwirrend denn wirklich hilfreich. Ich weiß, dass es sich um Tänze der in Burma lebenden ethnischen Minderheiten handelt, jedoch erkenne ich auch Kostüme und Bewegungen aus dem Puppentheater wieder, wie zum Beispiel bei dem ersten Eröffnungstanz, in dem ein Prinz mit mir unbekannten Kopfschmuck von vier Hofdamen umringt wird, die die typischen langen Unterkleider tragen. Daraufhin wird ein Onient angekündigt. Jedoch verblasst das bemühte Ensemble im Vergleich zu dem erst einen Tag zuvor erlebten Tanz des Prinzen beim Festival in Bago. Und es verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass in dieser für Touristen einstudierten Aufführung sich auch indische und andere Elemente vermischen. Schließlich tritt die Prinzessin Mintami auf und ich bewundere wiederum, wie die Tänzerin es schafft, nicht auf die lange Schleppe zu treten und ins Stolpern zu geraten. Abgelöst wird sie von einem Auftritt des Pagenjungen, der jedoch schon fast wie ein junger Prinz gekleidet ist. In seinen Tanzschritten erkenne ich unpassenderweise die raschen Bewegungen der Magierpuppe wieder. Um wiederum etwas Ethnisches einzubringen, wird ein Paartanz der Schan aufgeführt. Inzwischen bin ich mir sicher, dass die Choreografie, die ich hier beobachte, nicht authentisch ist, sondern für das gemischte Publikum angepasst wurde. Die Mischung dieser verschiedenen Auftritte erscheint mir zu gewollt und eher unpassend zusammengewürfelt. Es erschließt sich mir kein sehbarer Zusammenhang. Als schließlich noch ein tanzender Elefant auftritt, in dem sich tatsächlich nur ein einzelner Mensch verbirgt, habe ich erst recht das Gefühl, in einer Art Zirkusnummer gestrandet zu sein. Zwar ist dieser Tanz eine reale Tradition der Völker im Norden Burmas, hier wird sie jedoch völlig aus dem Zusammenhang gerissen präsentiert und dient eigentlich nur der Belustigung des Publikums. Schließlich, wie sollte es anders sein, müssen auch noch die Geister auf die Bühne. Begleitet von dem typischen Gongspiel der langen Osi-Trommel und einer lauten Schelle tritt eine Art Garuda auf, ein mythisches Mischwesen aus Vogel und Mensch, das einen berühmten Geist verkörpert. Trotz farbenprächtigem Kostüm, lauter pulsierender Musik und einem sich bemühenden Ensemble will sich bei mir nicht das gleiche Gefühl einstellen wie beim Besuch der wirklichen Geisterbeschwörung eine Woche zuvor. Insgesamt bin ich dankbar, dass sich viele der hier kompakt als Touristen-Entertainment dargebotenen Traditionen im wirklichen burmesischen Alltag erleben durfte.
Dennoch frage ich mich, wie ich die Situation der Traditionen in Burma nun bewerten soll. Ich habe nur einen kleinen Einblick gewonnen und dennoch war dieser sehr aufschlussreich. Burma hat sich, leider auch dank seiner politischen Isolation, viele seiner Traditionen bewahren können. Und diesen kann man auch abseits der Touristenshows wie hier im Karawake-Palast jeden Tag im Alltag begegnen. Dennoch befindet sich selbst das politisch isolierte Burma in einem stetigen, langsamen Wandlungsprozess. Und in eine Welt voller Geister und Traditionen bricht langsam die westliche Welt ein. Mit Internet, Autos, Fernsehen und dem Mobiltelefon. Und ganz leise frage ich mich, was die Geister wohl davon halten. Mein letzter Abend in Yangon zeigt mir eine für asiatische Verhältnisse sehr ruhige Großstadt, in der nur spärlich Verkehr fließt und hier und da die Stromgeneratoren brummen. Ich weiß, ich muss zurückkommen. Zu groß ist die Anziehungskraft der freundlichen Menschen, der goldenen Pagoden und der hier erlebbaren Traditionen. Jedoch verlasse ich das Land nicht nur mit einer Sehnsucht nach Wiederkehr, sondern auch mit einem Gefühl der Hilflosigkeit. Niemand weiß, ob bei meiner Rückkehr der Hafenbauer und mein Hafenlehrer noch am Leben sein werden. Oder ob die Puppenspieler noch weiter ihrer Kunst nachgehen können. Vieles ist vom Wandel bedroht, von dem großen Rad der Veränderung, von dem schon Buddha zu predigen wusste. Wahrscheinlich wird jedoch bei meiner Wiederkehr die Shedagon-Pagode wie in jeder Nacht beleuchtet sein und so die Dunkelheit golden überstrahlen, als immer sichtbares Zeichen des Glaubens und der Tradition in Burma. Ich komme zurück. Schon bald.